So, guten Tag YouTube. Heute basteln wir uns unseren eigenen Booster. Ich habe hier die Zutaten, da kommen wir gleich noch dazu. Und hier habe ich erstmal aufgeschrieben, was da reinkommt und auch so grob, wofür das ist. Ihr könnt euch entweder das als Anleitung nehmen und euch auch so einen Booster selber basteln. Oder wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr das zu kompliziert findet, könntet ihr das auf jeden Fall als Richtlinie benutzen, welche Zutaten man sozusagen wie dosiert nehmen sollte, um welchen Effekt zu erzielen. Wichtig ist außerdem, dass es halt bestimmte Substanzen gibt, die man täglich nimmt und welche, die man sozusagen, die eine sofortige Wirkung haben, die man sozusagen direkt vor dem Workout nehmen kann. Fangen wir erstmal hier oben an halt. Täglich nehmen sollte man Kreatin und Beta-Alanin und diese beiden auch, das passt ganz gut zusammen, sind für die Kraft zuständig, für Kraftsteigerung. Kreatin ist da wesentlich effektiver als auch günstiger, also wenn ihr Geld sparen wollt, erstmal Kreatin, wenn ihr ein bisschen mehr Geld übrig habt, könnt ihr auch Beta-Alanin dazu nehmen. Das, wie gesagt, müsst ihr täglich nehmen. Weil einen sofortigen Effekt gibt es nicht, das bringt nichts, wenn ihr sozusagen einfach 5 Gramm vorm Training nimmt. Das hat fast keinen Effekt, das braucht erst eine gewisse Zeit, müsst ihr eine Woche jeden Tag nehmen. Und dann ist sozusagen, also das sind Speicher im Körper, die aufgefüllt werden. Bei Kreatin sind es die Kreatinspeicher, bei Beta-Alanin sind es die Carnosinspeicher, die aufgefüllt werden in der Muskulatur. Und erst wenn die sozusagen richtig gefüllt sind, dann haben die eine Wirkung und können sozusagen die Kraft erhöhen. Und dann haben wir hier die Substanzen, die sozusagen pre-Workout genommen werden können, direkt vor dem Training. Und da haben wir halt einmal die beiden Substanzen für den Pump und die beiden Substanzen für den Fokus. Hier haben wir Citrullin und Arginin, die sind eigentlich relativ ähnlich, denn Citrullin wird sozusagen, wenn man es einnimmt, zu Arginin umgewandelt. Und das erhöht dann sozusagen die NO-Konzentration im Blut und sorgt dafür, dass man einen besseren Blutfluss hat. Und das sorgt halt unter anderem dafür, dass man einen besseren Pump hat, aber halt auch noch andere Dinge. Also generell halt, wenn die Muskeln besser mit Blut versorgt werden, dann regenerieren die sich nach dem Training auch schneller und man hat weniger Muskelkater. Und im Generellen hat das auch noch andere halt Wirkungen. Aber ich habe jetzt erstmal Pump draufgeschrieben, weil das sind... ist eigentlich das Hauptmerkmal, was man eigentlich in einem Booster haben möchte. Und ich habe jetzt nur 2 Gramm Arginin aufgeschrieben, man könnte mehr nehmen. Aber ich habe nicht mehr so viel und 5 Gramm Citrullin ist auch eigentlich der bessere, aber leider auch hier der teurere Rohstoff. Aber das wird halt wesentlich besser aufgenommen. Also der Citrullin wird besser aufgenommen. Aber der Vorteil noch, Arginin dazu zu nehmen, wäre halt, dass Citrullin, wie gesagt, zu Arginin umgewandelt wird und deswegen dauert das ein bisschen und das ist dann mehr so über längere Zeit und nicht ganz so extrem, also nicht ganz so ein Peak. Und Arginin ist sozusagen, wird schnell aufgenommen und dann hat man halt sofort Arginin, dann hat man praktisch eine höhere, kann man mit einer Arginin-Aufnahme eine insgesamt kurzzeitig höhere Arginin-Konzentration im Blut erreichen. Deswegen halt habe ich beides drin, außerdem also hatte ich ja noch Arginin. Aber wenn also, um euch zu merken, Citrullin ist der bessere Stoff von beiden, aber halt auch der teurere. Und dann hier zum Schluss haben wir noch für den Fokus Tyrosin und Koffein, auch beides Substanzen, die einen sofortigen Effekt haben. 2 Gramm Tyrosin, das muss halt jeder für sich selbst, sag ich jetzt mal, herausfinden, was für eine Dosierung man nehmen sollte. Empfohlen werden eigentlich 500 Milligramm, also jedenfalls 2x Protein auf der Seite. Aber eigentlich hat sich schon herausgestellt, dass das eigentlich das Beste sein, ja, dass 2 Gramm das Beste ist. Es gab, also in einigen Studien haben die irgendwie mit 5 Gramm oder 9 Gramm sogar den Leuten gegeben und muss man halt sehen, eigentlich müssten 2 Gramm für eine sofortige Wirkung ausreichen. Ja, also das ist im Allgemeinen, wirkt nicht ganz so wie Koffein, obwohl es wirkt schon so ein bisschen wie Koffein, aber nicht wirklich so stimulanzienmäßig.
Also wenn man's, man kann es praktisch nicht überdosieren. Während bei Koffein, wenn man halt zu viel nimmt, deswegen auch nur 200 Milligramm. Ich hatte vorhin im anderen Booster 400 Milligramm. Das ist ein bisschen zu extrem. Ich habe auch mal 500 Milligramm genommen. Also da ist man dann irgendwann richtig wirr und man kann daran theoretisch sogar sterben an einer Überdosis Koffein, an einer Überdosis Tyrosin. Kann man nicht sterben. Ist auch eigentlich von der Wirkungsweise, um das mal zu erklären. Tyrosin ist halt eine Aminosäure und es ist halt ein Baustoff von Botenstoffen im Gehirn. Das heißt, wenn man mehr Tyrosin hat, dann werden sozusagen bestimmte Botenstoffen stärker gebaut, während sozusagen Koffein wirkt direkt im Gehirn. Das heißt, wenn man mehr Koffein hat, hat man sofort die Wirkung. Also, und während, wenn man halt zu viel Tyrosin hat, irgendwann werden halt nicht mehr von diesen von den Botenstoffen im Gehirn gebaut, weil da hat der Körper eigentlich noch eine eigene Kontrolle drüber. Und ja, deswegen hier halt 2 Gramm Tyrosin, 200 Milligramm Koffein kann man direkt vor dem Training nehmen. So, jetzt mischen wir das alles mal zusammen. Vorher wollte ich noch zwei Dinge sagen. Die erste Sache ist, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, beziehungsweise ich habe die 5 Gramm Citrulli noch drin, weil das einfacher zu rechnen war mit den Packungen, weil das halt immer 500 Gramm Packungen sind. Und wenn ich dann sage, okay, ich nehme 5 Gramm, dann habe ich genau 100 Portionen Citrullinmalat. Aber die eigentliche optimale Dosis liegt bei 6 bis 8 Gramm. Also deswegen bis 8 Gramm ist es sinnvoll, drüber nicht. Also ihr könnt ruhig ein wenig mehr nehmen. Und ich nehme jetzt auch mehr, also ich nehme jetzt 7 Gramm, ne, die goldene Mitte. 7 mal 30, 210 Gramm. Die zweite Sache, die ich sagen wollte, betrifft Beta-Alanin. Beta-Alanin verursacht, wenn man das einnimmt, so ein Kribbeln. Aber es ist halt wichtig zu wissen, dass das halt nicht Teil der Wirkung ist. Das ist einfach nur, ja, das kribbelt halt einfach nur, wenn man es, wie heißt es, wenn man es aufnimmt. Das heißt aber nicht, dass man davon jetzt eine Kraftsteigerung hat und wenn es doller kribbelt oder wenn es weniger doll kribbelt, also das macht keinen Unterschied. Das verwechseln halt einige Leute, die denken halt einfach, ja, das kribbelt, das hat auch sofort eine Wirkung, aber gut, kann vielleicht sein, dass Leute das nehmen, weil sie es toll finden, dass es kribbelt, aber die eigentliche Kraftsteigerung hat nichts mit dem Kribbeln zu tun. Nur damit ihr das wisst. Und auch keine Angst davor, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn das kribbelt oder so. Das ist, also, naja, wenn ihr es nehmt, werdet ihr selber merken, wie das ist. Auf jeden Fall, das ist überhaupt nicht schlimm, aber es ist auch nicht Teil der Wirkung. So, das war's jetzt. Ich werde jetzt nochmal kräftig umrühren, weil ist ja logisch. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben und meinen Channel abonnieren. Ich werde in den nächsten Tagen zu jedem dieser einzelnen Zutaten nochmal ein eigenes Video machen, um genau zu erklären, was das ist. Um was das für eine Wirkung ist und wie stark die Wirkung ist und so weiter, wie das funktioniert, wo das herkommt. Und ja, außer halt Citrullin und Arginin, da werde ich sicherlich das Video zusammenpacken, weil die halt sehr ähnlich sind von der Wirkung und so weiter. Aber dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.